So, seid gegrüßt, hallo und willkommen zurück bei Torchlight. Wir befinden uns natürlich wieder im Schwarzen Palast bei diesen Elektrodingern hier und gucken heute mal, was das eigentlich auf sich hat. Ich hoffe, wir finden das heute heraus. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das tatsächlich tun. Denn man kann ja nie wissen. Wir sind ja schon ziemlich weit hier vorgestoßen und haben schon so einiges erlebt. Wir haben zum Beispiel ein paar nette Monster getroffen. Ein paar Drachen, Feldwings, Itzukmuruk zum Beispiel. Oder auch einige Endgegner, die uns aufhalten wollten. Es aber nicht geschafft haben. So, wieder viel Zeug hier, was wir kriegen. Natürlich wieder sehr viel Gold. So muss das natürlich auch sein. Die Gegner Gold droppen. Und was ist das da wieder in dem Tank? Das sieht schon wieder aus wie so ein Brutkasten. Weg mit dir, du Blutschüler. Was ist denn hier los? Überall diese Brutkästen. Und die Anzahl der Feinde hat sich irgendwie maximiert. Kommt hier vielleicht irgendetwas, Hochmazar? Betreten wir gerade eine neue Ebene, einen neuen Abschnitt, Rivenzahn, sogar zwei stärkere Gegner. Seltsam. Okay, nur noch ein Gegner. Echt seltsam. Und diese Elektroteile hier überall, anscheinend versorgen diese Elektroteile die Brutkästen mit Strom oder irgendeiner Art und Weise. Mein Gepäck ist voll. Wird hier dunkle Magie betrieben? Ich weiß es nicht. Schuppentuch können wir weghauen. Diese Lederdinger. Vier Attribut Stärke. Nützt uns nichts. Wir haben Attribut und Verteidigung. Allerdings die bösartige Heizkette unerlässlich sieht doch gut aus. Die könnten wir ja mal nehmen. Denn die bringt uns ein bisschen Gesundheit. Und das andere ist ja eben bloß Magie. Und, oh, das wollte ich nicht. Und hier können wir ja mal einen Glutstein draufhauen, den farblosen Reigenglutstein zum Beispiel. Der verursacht noch Schaden. Natürlich könnten wir jetzt auch, wir können ja mal die Feuerglutsteine auf unsere neue Waffe hauen. Dann wird diese halt eine feurige Waffe, der diebische Knüppel da. Unser Haut drauf, Knüppel, Keulen, Dings. Da. Episches, wackeliges Beil. Das ist auf jeden Fall episch. Man kann es episch wegschmeißen. Nicht identifizierte Stangenwaffe. Also, so waffentechnisch sieht es bei uns auch relativ gut aus. Nur halt das, was wir manchmal bekommen, ist doch schon ein bisschen bitter. Sowas wie diese Lederkappe da. Wir können jetzt mal Wayne auf den Markt schicken, er ist schon wieder voll. So, was haben wir hier? Epische Knochenwurfspieß, mächtig. 504. Okay, das ist, klingt nach einer Ansage. Könnten wir ja mal nehmen. Ist zwar zweihändig, aber könnten wir ja mal nehmen. Ich würde mal sagen, wir behalten das erstmal. Weil ich, die beiden Waffen finde ich dann doch schon ein bisschen besser. Als nur diese eine hier. Und alles andere epische können wir eigentlich wieder Wayne geben, der das natürlich auf dem Markt wieder verschachert. Aber diese Brutkästen. Nein, ich gehe mal davon aus, dass wir ja auch so einige neue und mächtige Waffen finden. Ist ja schließlich eine neue Ebene. Vielleicht haben die auch ein gutes Aussehen. Was natürlich noch besser wäre, noch optimaler für uns. Und vielleicht finden wir ja sogar eine neue Rüstung, was ich schon angesprochen hatte. Das wäre gut. Denn wir sind die Hoffnung für Torchlight. Die Musik. Schon wieder. Zielt auf Hoffnung ab. Es klingt düster, mysteriös, aber auch ein bisschen hoffend. Hoffnungsvoll. Als könnte da draußen etwas sein,
was ihnen hilft, sich vor diesem grausamen Ereignis, diesen Monstern hier in Acht zu nehmen. So, ich krieg Schaden. Krieg ich eigentlich Schaden, wenn ich mich bei so einem Blitz hinstelle? Okay, anscheinend schon. Oder? Okay, jetzt nicht mehr. Also waren wir wahrscheinlich vergiftet oder so. Oh, jetzt geht's. Wie könnt ihr es wagen, hierher zu kommen? Ich werde euch für eure Frechheit vernichten. Nein, ich werde euch für eure Frechheit vernichten. Darauf könnt ihr abzielen. Totengeist. Resistent gegen Fernangriffe. Okay, als Fernkämpfer hätten wir jetzt natürlich ein kleines Problem. Totengeist, du hast keine Chance gegen uns. Syl, du bist frei. Ich kann nicht glauben, dass Meister Ulrich restlos vereinnahmt wurde. Doch, wurde er. Ordrak ist der Grund dafür. Er haust schon seit ewigen Zeiten im Glutstein. Die seltsamen Kreaturen in diesem Berg sind ein Spiegelbild seines Herzens. Sein dunkler Geist pocht in ihren Adern. Oh. Meister Ulrich stellt Finsterglutstein her und hat mich geholt, um ihm zu assistieren. Ich hätte das letztlich auch getan. Ich kann bereits hören, wie Ordraks Stimme nach mir ruft. Ihr müsst sie vernichten. Ulrich ebenso wie Ordrak. Stimmt. Der Finsterglutstein ist eine Abscheulichkeit, die wir nicht zulassen dürfen. Und die dürfen wir tatsächlich nicht zulassen. Wir müssen also Ulrich und Ordrak finden. Und sie vernichten Ulrichs Untergang. Und hier hat er anscheinend mit Totengeist als Schutz. Es kann sein, dass das das Monster war, was wir gesehen haben. Und hier stellt er anscheinend den Finsterglutstein her. Ihr Begleiter ist zurück. 1625 Gold. Da können wir hier ihm wieder etwas geben. Damit er nicht so leer hier rumläuft. Aber anscheinend hat hier wirklich eine Abscheulichkeit stattgefunden. Mit Syl als Gefangene. Und das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen Ordrak und Ulrich vernichten. Das ist unser Plan. Den werden wir auch umsetzen. Wir werden weiter in das Innere hier vordringen. Okay. Anscheinend gibt es hier zwei Gänge. Was ist denn hier Schönes? Oh! Ein Wegpunkt zur Stadt. Das ist ja sehr gut. Hilft uns auf jeden Fall viel weiter. Da können wir auch mal einen Zwischenstopp in der Stadt machen. Wenn wir das denn wollen. Aber hier ist eine Treppe. Oh, schwarzer Rauch. Oh ja, schwarzer Rauch steigt auf. Das ist kein gutes Zeichen. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt die Treppe hier hinunter, um zu sehen, was denn da unten sich befindet. Wir sollten bald auf Ulrich und Ordrak treffen. Auf diese beiden, die dem Glutstein verfallen sind, der sie vereinnahmt hat. Wir müssen sie vernichten, sodass ein friedliches Zeitalter anbrechen kann. Aus einem Fremden wurde ein Held. So spielt das Leben. Wir wurden unfreiwillig in diesen Kampf involviert. Und entpuppten uns als Retter, als Hoffnungsträger von Totschland, von den Bewohnern, von allen. Wir haben viel auf unserer Reise erlebt, viel Schönes, aber auch viel Schreckliches. Wir mussten, um unser Weiterkommen zu ermöglichen, viele Leben nehmen. Eine hübsche Statue ist das hier, aber das lenkt gerade ab. Wir mussten sehr viel Schlimmes tun, um das Gute zu wollen. Aber wir haben nie schlapp gemacht. Okay. Oh, das ist jetzt doof. Es hängt gerade. Wartet mal. So. Mir ist gerade was aufgefallen. Hier gab es gerade ein kleines Problem. Ich habe in der Zwischenzeit die ganzen Monster hier platt gemacht. Natürlich unabsichtlich. Aber es hat gehängt. Und es hat gehangen.
Und ich gehe jetzt erstmal und dann sage ich euch mal, was wir hier Schönes vorhaben. Nochmal hier die Rüstungsexpertise und wie immer Stärke, Verteidigung und Stärke. Dafür gibt es natürlich in der nächsten Folge wieder eine etwas längere Folge. Das ist natürlich immer ärgerlich, wenn da irgendwas dazwischen kommt. Da ist man mal schön am Geschichten erzählen, schön am Philosophieren und dann kommt natürlich sowas. Ist zwar ein bisschen ärgerlich, aber ihr werdet in der nächsten Folge dafür natürlich belohnt. Denn das ist nicht sehr toll. Ich hätte es am liebsten auch verhindert. Epische Lederhandschuhe. Das epische Zeug brauchen wir eigentlich alles gar nicht mehr. Wir haben jetzt eine gute Rüstung. Diese ist natürlich ausbaufähig. Aber im Großen und Ganzen haben wir natürlich eine gute Beute gemacht. Denn das ist alles gefunden, zusammengeraubt. Na gut, geraubt kann man nicht sagen. Eigentlich schon, aber wir haben es als Tribut genommen. Als Tribut. Dass wir ihn erlöst haben. Dass wir ein Stückchen von unseren Abenteuern am Leib tragen. All das verbinden wir mit dieser Rüstung. Und so kann man nicht pauschal sagen, dass sie zusammengeklaut und geraubt wurde. Denn uns verbindet sehr viel mehr mit ihr, als nur die Tatsache, wie wir sie erworben haben. Oh, da war gerade ein netter Zauberspruch. Ist da hinten noch was? Nein, da sind nur diese komischen Brunnen wieder, die so aussehen, als wären sie mit Neonfarben in einem Blut gefüllt oder so ähnlich. Oh, natürlich. Die Feinde mehren sich. Je tiefer wir kommen, desto mehr Feinde treffen wir an. Seltsam, aber logisch. So, was ist denn das für ein komischer Zauberspruch hier? Verzehrende Berührung 4. Nimmt allen Gegner das Leben. Okay. Na gut, Zaubersprüche brauchen wir jetzt nicht. Wir sind kein Zauberer. Ich habe da ja schon diese komischen 4 mal lernen lassen, aber so richtig benutzt haben wir die auch nicht. Von daher lassen wir das mal bleiben und sammeln das halt, um es zu haben. Weil so einen richtigen Nutzen bringt das uns eigentlich noch nicht. Und unsere Heiltränke werden langsam aufgebraucht. Wir werden die Superheiltränke los. Endlich. Wir hatten so viele davon. Wir sind von den Kleinen auf diese Superheiltränke umgestiegen. Das waren noch Zeiten, als wir nur solche ganz kleinen Fläschchen mit hatten. Diese Ampullen da. Und als Erinnerung an das habe ich ja natürlich auf Nummer 7 diese eine Ampulle gelassen, die uns damals Fähigkeiten geschenkt hat. Und in diesen Ampullen war natürlich mal Flüssigkeit enthalten, die unsere Gesundheit wiederherstellte oder unser Mana. Einfach als Erinnerung habe ich das so gelassen. Es ist viel passiert in Torchlight. Sehr viel, seit wir angekommen sind. Und es wird noch sehr viel passieren. Aber das Gute daran ist, dass es keine Eile hat. Wir erkunden so langsam die Hintergründe. Und ich würde mal sagen, das war's wieder für diese Folge von Torchlight im Schwarzen Palast. Das nächste Mal erwartet euch natürlich eine längere Folge, weil es heute so unglückliche Umstände gab. Naja, ich kann es natürlich auch nicht ändern. Es tut mir auch leid, aber ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit unserem Hund, wenn es wieder heißt, dass wir den Schwarzen Palast erkunden.